Und willkommen zurück zu Pikmin 2! Und ja, letztes Mal haben wir die weißen Pikmins erhalten und auch eigentlich ziemlich weit den Wald des Erwachens erkundet, doch leider noch nicht weit genug und deswegen müssten wir noch einmal hier landen. Zack! Ah, und schön frühlingshaft sieht es hier aus. Ah. Zack! Und wir können direkt starten. Oh, und ich dachte, das Raumschiff lässt uns jetzt einmal in Ruhe. Guten Morgen. Die weißen Pikmin wurden zusammen mit den lila Pikmin sicher in meinem Rumpf untergebracht. Die zwei unterschiedlichen Arten schlafen tief und sie scheinen sich auch gut zu vertragen. Ich habe es ihnen so gemütlich wie möglich gemacht. Um die weißen Pikmin ins Freie zu rufen, müssen sie sich in den Kreis aus Licht unter mir stellen. Drücken sie anschließend A. Übrigens, sie sollten sich nicht überanstrengen. Auch eine Pause zur richtigen Zeit kann durchaus tapfer sein. Um den Tag früh zu beenden, drücken Sie Start. Ja, wir wissen Bescheid. Komm. Zack. Und dann holen wir auch direkt mal hier alle wieder raus, weil ihr wisst ja, ich habe keine Hemmungen, die seltenen Farben hier einzusetzen. Denn wenn sie sterben, dann sterben sie. Zack. Und hier haben wir noch rote. Und hier nehmen wir auch wieder alles mit, was wir haben. Yay! Da können wir auch gleich unsere Population noch ein wenig aufstocken. Aber das machen wir erst, wenn wir alles Wichtige erledigt haben. Haben wir schon alles erledigt? Nein, das haben wir noch nicht. Und deswegen laufen wir auch geschwind hier hin. Zack! Hier sind noch keine Bärchen dran, wie man sieht. Und ab diesem Tag ist es auch doof, denn ich glaube, hier gibt es dann jetzt ekelhafte Käfer, die uns die Bären wegfressen. So. Einmal wollte ich noch hier hin. Zack, da haben wir wieder so einen dicken, ey. Da gehen wir jetzt mit unseren Lilan diesmal dran, aber diesmal warte ich ein bisschen, damit wir sie auch rechtzeitig noch paralysieren können. Zack, genau so nämlich wollte ich das haben. Und spuck den Lilan wieder aus, du Ekelhafter. Dankeschön. Zack. Wunderbar, das hat doch gut geklappt. Gut, hier ist kein Gegner in der Nähe, oder? Wir können sie also gefahrlos aufteilen, hoffe ich. Und dann holen wir uns mal hier die Weißen. Zack. Yay, 15 Weiße. Und die schmeißen wir hinten noch an die andere giftige Mauer. So, geht mal alle da dran. Zack, zack. Dankeschön. Wir holen euch später wieder ab. Aber erstmal gehen wir mit denen und denen und dem Louis. Louis? Oh, die faule Sau mal wieder. Dann gehen wir eben ohne Louis, nur mit den Pikmin hier lang. Denn im letzten Part haben wir die Mauer hier zerstört, aber leider nicht mehr genug. Oh, mein Herz. Ich hab's in der allerletzten Sekunde noch erkannt, dass das ein Gegner ist. Meine Güte, das hätte voll ins Auge gehen können. Komm, greif an, Dicker. Zack. Hilfe. Zack. Ja, und er hat angegriffen und daneben natürlich. Zack. Alle drauf. Wir haben ja genug lila Pikmin, um ihn lang genug zu paralysieren. Und er hat einfach keine Chance. Dankeschön. Boah, und wie ich mich gerade erschrocken habe. Ich laufe hier nichtsahnend lang und dann sehe ich auf einmal diese Augen und dann stand ich schon davor. Ich habe echt gedacht, das Ende wäre nah. Gut, dann hauen wir mal hier alle Pikmin dran. Zack. Ihr macht das einfach ganz schnell mal. Derweil gehe ich hier oben gucken, was wir denn hier noch haben. Weil meine Erinnerung an dieses Spiel sind schon ziemlich verblasst. Und ja, hier brauchen wir auf jeden Fall Pikmin, die durchs Wasser laufen können. Und was macht ihr derweil da unten? Ah, schön. Boah, wie die hier... Hey, war das jetzt ein Speedrun? Aha, schön. Gut, dann holen wir diese Kugel. Faszinierend. Dieses Objekt ähnelt jenem, das sie im friedvollen Tal gefunden haben. Ja, ich weiß. Wenn ich es genauer untersuche, kann ich vielleicht neue planetare Daten extrapolieren. Ja, dann mach, was du auch für richtig hältst. So, wir holen es auf jeden Fall erstmal. Zack, wir haben... Oha, 305 Pikmin tragen das Ding. Gut. Aha. Dann gehen wir hier mal gucken, ob hier auch keine Gegner in der Nähe sind. Denn das wäre richtig doof. Aber hier scheint alles clean zu sein. Sehr schön. So, aber hier, ein paar rote brauche ich. Ah, ich weiß nicht, ob 14 reichen. Nehmen wir mal lieber 20 mit. Hier für nämlich.
weil die Roten können natürlich auch ein wenig aufgestockt werden. Zack! Wunderbar. Bum, 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 bum. Ah ja, derweil kann ich mal gucken gehen, ob die Weißen schon fertig sind. Mit unserem einem roten Pikmin. Denn wir wissen, Olimar sollte nie alleine rumlaufen, denn alleine ist er wehrlos und hat keine Chance zu überleben. Bum, bum. Zumindest in Super Smash Bros. Brawl. Da sollte man immer mit einem Pikmin mindestens rumlaufen. Zack. So, die sind auch fast fertig, wie es den Anschein hat. Gut, in der Zeit switchen wir mal zu Louis, damit auch er was zu tun hat. Dum, 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 dum. Ja, schön. Dann wären wir ja eigentlich schon so gut wie durch. Wir könnten nur noch die Roten ein wenig aufstocken. Oh, und hier sind Gegner. Vergrab dich nicht, du Feigling. Hilfe! Und der Schatz ist da. Schön. Oh, 200. Topographie-Projektion. Auch diese Hemisphäre beinhaltet einen verborgenen Mikrochip. Ich werde versuchen, die darin enthaltenen Daten zu entschlüsseln. Entschlüsselung abgeschlossen. Wie vermutet, enthält der Chip zusätzliche topografische Daten. Die Daten wurden meiner Datenbank hinzugefügt. Sie sind fortan unter der Bezeichnung Übersichtskarte verfügbar. Schön! Und hätten wir das im letzten Tag noch geschafft, hätten wir direkt, ja, ins nächste Level gekonnt. Aber egal. Wie gesagt, es ist ja hier kein Speedrun diesmal. Nicht so wie in Pikmin 1. So, komm, den einen will ich jetzt noch töten. Zack, für unser Ego. So, und die Weißen sind auch fertig, haben wir eben gehört. Schön habt ihr das gemacht. Komm mal mit, Vereinzelter. Können wir hier noch was reißen? Ich glaube ja nicht, denn... Ja, da unten ist Wasser. Und was ist da hinten? Wie viel brauchen wir denn hier? Gut, dann gehen wir hier mal gucken. Ah, hier haben wir sogar tatsächlich einen Würfel. Gut. Gut. So, dann, warte, dann gehen wir hier nochmal drauf. Schmeißen hier erstmal alle hoch. Bis auf einen. So. Oh, scheiße. Jetzt habe ich einen zu viel geschmissen. Oh nein. Ha, gescheatet. Lol. Guckt euch das an, das wusste ich auch gar nicht, dass das geht. Aber wir haben es geschafft, alle Pikmin hier hochzuholen. Und dann holen wir uns den Würfel. Oh, und hier haben wir die blauen Beeren. Oh, das ist wunderbar. Moment, dann bleibt Olli mal hier oben stehen. Und mit Louis schmeißen wir ein paar Pikmin ihm entgegen. Ja, ihr könnt den Würfel schon mal nehmen. Aber nicht weiter als bis hier. So, denn das heben wir uns für gleich auf. Aha, dann können wir doch noch was machen in dem heutigen Tag. Nämlich Bärenfarm. So viele wollte ich gar nicht. Die hier reichen mir. Zack. Oh, und ja, die Bären holen wir uns doch. So, jetzt können wir auch den... Oh, die tragen den Würfel einfach selbstständig. Aber können sie von mir aus auch machen. Soll ja nicht so schlimm sein. Zack. Ich wollte jetzt nur eben nicht, dass mich die Cutscene stört, während wir die Bären sammeln. Mein schöner... Oh, ich mag Würfel, habe ich das schon mal erwähnt. Ich habe immer gern einen Würfel in der Hand. Oder mehrere. Ein Glückstotem. Hui. Zack. Generell bin ich sowieso voll der Würfelfreak. Ich habe ganz viele verschiedene. Zack. Aber egal. Weiter hier bei Pikmin. Das ist nämlich das bessere Strategiespiel. So. Dann sammeln wir die hier ein und können mit Olimar eigentlich auch noch hier ein wenig stehen bleiben. Und mit Louis können wir dann mal gucken, ob die roten Bären denn mittlerweile gewachsen sind. Und da sind diese ekelhaften Käfer, die ich meinte. Boah, die müssen wir schnell töten. Ekelhaft ist sowas. Stellt euch vor, ihr seid gerade schönes Obst am Essen, dann ist er einfach so ein Wurm. Erstaunlich. Diese lila Beere enthält eine ultra bittere Essenz. Zwar scheint sie keinen finanziellen Wert zu haben, aber ich werde nach potenziellen Einsatzmöglichkeiten dafür forschen. Bringen Sie mir noch ein Exemplar. Aber sofort. Ich möchte weiter forschen. Ich bin ein Forschungssuchti. Und boah, wie die Beere zersplattert ist. Boah, dieser ekelhafte Parasit. Machen wir in dem Erdboden gleich. Zack, stirb. Zack, wunderbar. Und der muss auch schnell sterben, bevor er sich vergräbt. Ah nein, zu spät. Dieser ekelhafte. Da kommt er wieder. Zack, 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 zack. So, stirb. Dankeschön.
Yay! Yeah. So, dann sind wir, glaube ich, erstmal in diesem Part vor dem Wurm in Sicherheit. Ah, so. Und der lebt immer noch, wie man sieht. Ah, ist das eklig, oder? Die Maden sind eklig. Egal. Sie haben schon ihren Nutzen auf dieser Welt, denke ich mal. Zack. Zumindest als Vogelfutter. Oder als Pikmin-Aufstockmittel. Und ja, ich hatte in der E3 haben die ja schon Pikmin 3 vorgestellt für die Wii U. Und, es sah sehr, ja, naja, es sah eigentlich ziemlich gut aus, aber ich will nicht zu viel verraten. Zur gegebenen Zeit werde ich es dann auch let's playen, wenn es dann mal irgendwann rauskommt. Aha. So, und wir stocken unsere Pikmin-Population noch weiter auf. Und hier holen wir uns auch noch was. So. Und ja, stocken wir die Population auf. Ich weiß gar nicht, bringen die lila Pikmin, bringen das jetzt automatisch zur roten Zwiebel, glaube ich. Wir haben ja auch nur die rote Zwiebel. Derweil gucken wir, bei Olimar sind auch wieder neue Bären, die wir uns natürlich direkt holen. Zack. Und dann dürften mittlerweile auch wieder neue rote Bären da sein. Und die holen wir uns natürlich auch. Zack, denn den Tag, den nutzen wir noch voll aus, um unsere Population aufzustocken. Zack, oh, das wollte ich gar nicht. Entschuldigung, zack. Oh, wo kommt dieser ekelhafte Käfer schon wieder her? Nein. Die Frucht ist zersplattert. Holt ihn da runter. Und ihr geht schon mal hier hin. Und die Dicken machen jetzt den Käfer fertig. Zack, voll drauf. So, und den sammeln wir natürlich auch direkt ein. So, nimmt den mal mit. Das geht doch nicht an hier, ey. Zack. Und die Bären sammeln wir ganz schnell ein. Yay, Bären. Derweil gucken wir mal was. Warum habt ihr die denn nicht runtergeholt? Zack. Hier, holt die mal runter. Yay. So. Okay, hier haben wir erstmal alles eingesammelt, was es gibt. Und da hinten hatten wir doch noch einen Gegner erledigt, oder? Den... Oh. Jetzt weiß ich gar nicht. Hier kommen nur, glaube ich... Pikmins hoch, die hochfliegen können. Ah, ob es da nicht irgendwie noch einen Trick gibt? Ah, gibt's doch bestimmt irgendwie einen Trick. Nee. Sieht nicht danach aus. Gut, dann lassen wir das vorerst hier liegen. Wir müssen ja so oder so nochmal zurückkommen. Aber den Dicken hier nehmen wir uns mit. Aha. So, komm. Den könnt ihr mal tragen. So. Ja, genau. Der Tag neigt sich gegen Ende. Und die Bären nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit, damit wir die erforderten 10 haben. Oh ne, die haben wir jetzt schon. Schön. Bam, 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 bam. Und lila Grütze. Captain Olimar, die Untersuchung der lila Bären, die Sie entdeckt haben, ist abgeschlossen. Hiermit stelle ich Ihnen das Ultra Bitter Spray vor. Zwar wurde es noch nicht getestet, aber ich gehe davon aus, dass es hocheffektiv ist. Nähern Sie sich Gegnern und drücken Sie oben, um auf dem Digitalsteuerkreuz, um sie zu besprühen. Falls erforderlich, kann ich eine Dose Spray aus 10 Bären herstellen. Drücken Sie. Ja, komm. Halt's! Halt's Maul jetzt! Danke. Ja. Dann holen wir die eine Bäre hier noch. Wer weiß, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was. Bevor die Zeit um ist. Aber wir laufen mit denen hier jetzt erstmal wieder zurück. So, haben wir hier noch was? Nee. Wir haben alles geholt, was wir holen konnten. Schön. Und wir schmeißen Olimar jetzt aber noch ein paar hier hoch. Denn vielleicht kriegen wir nochmal 5 Einheiten zusammen. So, kommt mal mit. Yay! Dann bleiben wir hier nochmal stehen. Und helfen den anderen. Ah nee, die sind schon da. Gut. Ah, mir fällt gerade was ein. Moment. Wir können mal die Weißen nehmen. Denn ich meine, hier war noch ein Schatz vergraben. Zack, komm, ganz schnell mit. Ihr auch. Oh, nicht die Lila. Egal, kommt einfach mit. Ja, nehme ich hier lang. Zack, 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 zack. Und ja, man sieht es schon am Radar, dass es hier was geben muss. Und das ist genau hier. So, Louis, werf die Weißen Pikmin mal dahin. Zack, 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 zack. Und ja, die Lilan können zur gegebenen Zeit auch helfen. Und zwar, wenn es schon ein klein wenig über der Erde ist. Und sie es sehen können, können sie sich beim Graben beteiligen. Zack.
Oh, und ich sehe, der Part ist so gut wie vorbei. Naja, man sieht, es ist eine Zwiebel, die einmal in einen Blumentopf hier eingegraben wurde. Und komm, ich überziehe den Part jetzt etwas. Was soll's? So, ah ja, hier sind auch nochmal Bären und dann hätten wir auch alles erledigt für den heutigen Tag. Wunderbar. Zack! Yay! Name? Pilgerknolle. Warum Pilger? Die hat sich noch nie vom Fleck bewegt. Egal. Zack. Gut, dann warten wir hier noch kurz. Oh, Leute, geht das nicht ein bisschen schneller? Wir haben keine Zeit mehr. Zack. Und wie sie da einfach runterfallen. Schick. Komm, zwei noch. Eine noch. Und. Zack, wunderbar. Komm, dann sammeln wir das noch ein. Und dann ist der Tag sowieso vorbei. Gut, ihr kommt mit. Und ihr auch. Und dann haben wir 89. Ja, nee. Einer fehlt. Leute, wo ist der eine? Einer fehlt. Hilfe. Haben wir den hier irgendwo vergessen? Oh, oh. Warum fehlt denn einer? Oder? Fehlt einer? Ja, einer fehlt. Oh, jetzt wird's kurz vorm Ende des Parts nochmal spannend. Oh, da steht er. Da steht er. Schnell! Leute, wir müssen ihn kriegen! Hilfe! Okay, hier sind nochmal rote Bären, aber die sind mir scheißegal. Ich will nicht noch ein Opfer haben. So, kommt mit. Kommt mit! Oh mein Gott, die Zeit ist viel schneller als in Pikmin 1. Du doofe Sau! Nein, steht dir hier so rum, ey. Ich glaube es nicht. So. Eigentlich wollte ich den Tag ja ein wenig frühzeitig beenden, aber jetzt lohnt sich das auch nicht mehr. Ah, schön. Und null, ja. Zack. Und wir können im nächsten Part dann auch direkt in ein neues Level vorschreiten. Ah, schön. Und der Part wird immer länger und länger. Ja, dieser ekelhafte... Diese ekelhaften... So, aber weg hier. Zack. Und ja, Tagesbericht. Wir haben einige Schätze gefunden, immerhin 3 Stück. Ist ja annehmbar. Ich hätte weniger vermutet. Oh, und die Population ist auch gut angestiegen. Hollima, gute Arbeit. Hiermit ernenne ich Sie zum festen Manager. Drücken Sie X, um Arbeit zu teilen und Y, um welche an Ihre Untergebenen zu delegieren. Aha! Ja. Toll. Das war nicht sehr hilfreich von dir. So. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in der mythischen Quelle. Also dann, ciao!